Ein fröhliches Miau. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Games Tycoon 2. So. Wir haben durch viele Veränderungen. Hallo. Ich habe doch noch eine Entwicklung frei. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank habe ich doch noch eine Entwicklung frei. Das ist wichtig. Sagen wir mal so, ich muss deswegen jetzt hier echt mit. Eine Entwicklung. Viel zu wenig. Ich habe viel zu wenig. Warum haben wir jetzt hier plötzlich. Egal. Muss ich nicht verstehen, oder? Abgeschlossen. So, wie sieht das aus, Leute? Wie sieht das aus? Wer kann denn hier? Wer hat noch nicht? So, nee, du bist noch immer kacke. Du bist absoluter Schmutz und du bist auch noch schmutzig. So, wie sieht's bei euch aus? Kann hier schon irgendjemand was? Nee. Schön. Mitarbeiter. Gibt's neue Mitarbeiter hier für mich? Gibt es neuen Grafiker? Gibt neuen Grafiker? Gibt sogar einen guten Musiker? Menschen, wir haben sogar einen neuen Musiker gefunden. Ja, leck mir am Arsch. Wir brauchen aber jetzt neuen Grafiker, Leute. Wir brauchen neue Grafiker. Das hat das Ding. Das Ding. Wir brauchen neuen Grafiker. Bitte schön. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen, dass Sie da sind. Kriegen wir hier die Auslastung runter? Ich würde sagen, sie steigt, anstatt sie fällt. Das ist ein riesengroßes Problem, dass wir hier so harte Probleme haben mit der Auslastung unserer Supports. Ja, ich habe mittlerweile schon extra einen so kleinen Supportraum eingerichtet, aber der ist halt nicht dafür ausgerichtet. Ich habe gedacht, weil bis jetzt immer Kundensupport halt so, naja, war. Dann habe ich mir gedacht, könnte ich mal ein bisschen hier runterschrauben, den Support. Aber anscheinend müssen die alle hier supporten. So, jetzt kommen wir hier endlich der Sache wieder näher. Ne. Ja. Oder? Ja, wir kommen jetzt langsam wieder. Wir werden wieder her. Aber wo ist denn hier die Dings hier? Wir haben hier tausende Mitarbeiter. Sind wir mal jetzt ehrlich. Hier sind tausende Leute. Wo rennen die eigentlich immer alle hin? Wo wollt ihr denn alle hin, Leute? Wo kommen, warum latscht ihr mal hier von Pontius nach Pilatus? Ach so, die latschen von Pontius nach Pilatus, weil nirgendwo hier, weil nur hier irgendwelche Dinge. Ja. Bilderplattform. Dankeschön. Auch interessant, dass man hier durchläuft, um nach da zu kommen. Aber okay. Okay. So, hier sind wir mittlerweile auf einem guten Prozentsatz. The Constructor, ja. Ich fick dich. So, das können nur einer von denen drei sein. Der Chef wird das wahrscheinlich nicht gemacht haben. Das heißt, entweder du oder der Kollege. Oh. Neuer Sound. Ach, fuck. Fuck you, würde ich sagen. Fuck you. Also. Die Frage ist, welche Scheißspiele stellen wir vor? Wir könnten zum ersten Mal, weil ich so viele Spiele in der Pipeline habe, zum ersten Mal könnten wir ein Spiel machen mit komplett nur Entwicklungsspielen. Das heißt, reine komplette Entwicklung zeigen. Also nur, was wir aktuell in der Pipeline haben. Ich glaube, das machen wir auch mal. Sollen wir Danger Side, also Danger Side Story Band 1 zeigen? Oder soll das eine Überraschung werden? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht. Also Army Tactics zeigen. Wir zeigen auch The Construction. Und jetzt die Frage, welches Spiel von den beiden zeigen wir? Wir könnten also Kills for the Gang zeigen. Also MO halt nochmal, hallo, oder unser neues Add-on. Halt nochmal veröffentlichen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht interessant.
Man kann auch hier so sehen, wie in welchem Rhythmus ich Sachen rausbringe. Ne, zap, zap. Zap, zap, zap. Aber wir kommen mittlerweile auf einen guten Weg, dass wir jedes Jahr irgendwas rausbringen. Das ist schon mal ganz toll. Das ist schon mal ganz toll. Wir haben letztes Jahr Muse Minier rausgebracht als neues Spiel. Okay, okay, Leute, okay. Ich würde sagen, wir zeigen. Halt. Kills for the Gang. Nee. Last Man. Muss. Hype. Die finden uns sicher alle cool. 25.000. Ja, habe ich mir gedacht, dass die alle Hype drauf sind. Dass die alle Hype haben. Das große Problem, da wir jetzt eine neue Technik haben, sind natürlich alle Spiele, die wir aktuell in der Pipeline haben, schlecht. So, ihr seid mittlerweile an Bugfixing, das könnt ihr absolut, ja, die sind ja schon da dran, das heißt, das ist okay. Das ist okay, wir haben so viele Spiele aktuell in der Pipeline, ach du Scheiße. Warum hat das überhaupt Hype? Wer weiß davon? Niemand eigentlich. Niemand dürfte davon wissen. Was sagt hier der Entwicklungsbericht? 60 bis 80. Ihr Entwicklungsbericht. 1 bis 20. Schön. Sowas finde ich absolut töfte. Also können wir hier mal ein bisschen Marketing anschmeißen. Nur unsere Marketingabteilung mal ein bisschen rumrödeln lassen. Ne? Hier für Army Tactics. Damit die hier mal ein bisschen hier vorab hier machen. Können, dann werden wir erstmal hier ein bisschen trö, spielen trö. Hört her, was haltet ihr? Findet ihr es geil? Ich find's geil, also herzlichen Glückwunsch. Ja, das war mir durchaus bewusst, dass das so passiert. Die Frage, wo würdet ihr... Muss eigentlich jetzt am nächsten Spiel arbeiten, ne? Komm, Baby, gönn mir. Los, Flop, ja, Aufgabe abbrechen. Nix Kapazitäten dafür aktuell. Ja, also da werden wir nicht, wir werden hier arbeiten, denn das ist halt das Spiel, was nachdem als nächstes auf den Markt kommt. Rein rechnerisch. Ja. Da, wo wir halt die meisten Fortschritte haben. Wir könnten, da hier halt so viel noch zu tun ist, könnten wir da schon mal Gameplay verbessern hier für The Construction. Bereits in Arbeitung, ja. Wir könnten hier halt schon langsam die Dings aktivieren. Das wäre halt die Möglichkeit, dass wir da schon mal langsam anfahren. Die Entwicklung, die sind auch gleich schon durch, das ist toll. Deshalb machen wir daran, das heißt, wir haben hier schon 50%, damit ein richtig gutes Titelchen. Ne? Das wird richtig dauern, bis wir hier alles durchgebastelt haben. Mann. Interaktive Story, ja. Wichtig. Ich habe hier so viele Scheißspiele aktuell in der Part. Das ist nicht mehr lustig. Ne, oh Gott, alle leer, alle stopp, Leute, alle stopp. Brrrr, mach mal so. Damit wird das behoben, dann hier unten, neues Game. Millions, blub. Ne, hier nicht, hier ein bisschen was nachlegen. Schwupp und ab geht's. Ja, ab geht's. Das ist nicht der neue Hit, glaube ich. Oder ist das... Was mich überhaupt interessiert, ist das finanztechnisch. Das wird mich nämlich jetzt echt interessieren. Eigene Spiele. Umsatz. Ist das besser? Amuse Minier 2 besser als Amuse Minier 1? Ja, doppelt so viel. Das ist gut. Also das ist okay. Das ist okay für mich. Ich glaube, die sind alle enttäuscht, dass im Muse Minier halt so ein Beiläufer einfach ist, weil sie halt dann für nichts machen.
Amusement hier ist halt einfach Amusement hier. Da machen wir halt nichts. Ich glaube, die sind alle enttäuscht. Die haben gedacht, dass wir da Add-ons bringen, Updates und wir so, nö. Wir einfach so, nö, nö. Die sind alle so, nein. Die sind fertig. Ja, leck mir am Arsch. Nix hier, nix hier. Tüdeldumm. Tüdeldumm, tüdeldumm, tüdeldumm. Nochmal ein bisschen machen. Tüdeldü. Wir brauchen eine größere Grafikabteilung, habe ich beschlossen. Grafik, Leute. Grafik, willkommen. Ich begrüße Sie recht herzlich in unserer ganzen Grafikabteilung auf der Welt. Ich hoffe, Sie haben viel Spaß hier bei uns. Ich wünsche Ihnen viel Glück für immer und ewig hier in der Grafikabteilung von Tiger Games. Viel Erfolg. Oh. Wende mal, Wende, Wende, Wende. Hier machen wir so. Ein bisschen Wende, Ende. Dann kannst du hier den noch so hinpflanzen. Wumms. Machst hier mal Snapping aus und kannst ein bisschen näher dran schieben. So, perfekt. Damit wäre die Grafikabteilung noch größer geworden. Die Grafiker haben aber keinen Grafiker. Wir haben Soundartist, das ist schön. Sound ist aber leider schon voll. Oh, voll, alles überfüllt. So, wie sieht das aus? Ihr seid, läuft mir schon auf dem Zahnfleisch. Läuft ja hier schon alles wie auf dem Zahnfleisch. Also, das ist halt nicht mehr so, das Spiel, das wir so lange noch unterstützen. Das ist schon 3 Jahre auf dem Markt. Also 3 Jahre, das hat auch schon richtig gute Gewinne abgeworfen. So, da sind wir gleich durch. So, hier haben wir auch schon das erste abgeschlossen, sehr schön. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Badum, bum. Es war halt irgendwie klar, dass das nicht so der Hit wird. War mir vorhin schon klar, weil hier absolut die Billos dran sollten. Und wenn die hier fertig sind, dann werden die hier nicht polischen. Kann ich euch versprechen. Dann werden die hier arbeiten. An dem Spiel. Ich bin auch bescheuert, wenn die hier mir irgendwelche Sachen hier. Roleplay. Dankeschön. Amusement hat doch noch 1 Million geknackt. Das ist erstaunlich. Also, wer kriegt hier die goldene Schallplatte? Kriegt ihr die goldene Schallplatte? Ihr kriegt die goldene Schallplatte. Ich hänge mir hier die goldenen Schallplatten im Büro hin. Zack, die Bums. Neue goldene Schallplatte im Büro. Flop. Schön, ne? Hier hängen schon 3 goldene Schallplatten. Fantastisch. Nur die Frage ist, kommen wir hier über 60? Was? Oh Gott, wie sieht das aus? Fortsetzen? Glaub schon, ne? Würde ich empfehlen. Da wir hier noch nicht so weit sind in der Abteilung. Ihr seid schon am Polishing? Nee. Leute, Polishing? Nein. Ja, da sehe ich euch, Leute. Da sehe ich euch. Was arbeitet hier eigentlich? Würde mich mal so interessieren. So. Also Programmierer ist hier gefragt. Alles klar. Soll ich euch nochmal einen Programmierer zur Unterstützung geben? Einfach mal so aus Spaß und Jux an der Freude kriegt ihr einfach mal einen Kollegen. Machen wir mal einen Kollegen für zwischendurch. So, wie sieht das aus? Könnt ihr Musik? Nee, könnt ihr noch mal nicht. Warum kann denn hier niemand was? Doch, du kannst Musik. Gut, wenn du Musik kannst, kannst dich nach hier oben setzen. Flummen. So, und einer, der hier schon gut programmieren kann. Wer kann gut programmieren? Kannst du programmieren? Nee. Also er ist zwar Programmierer, aber wir brauchen halt einen Platz, ne? Deswegen muss ich hier irgendeinen umschieben. Dann soll lernst du so lange Musik. Mir auch egal. Hab da kein Problem mit. Dann machen wir mal kurze Umdisponierung. Der läuft bis nach hier unten, nur um sich ein Medi-Ding zu nehmen. Das ist nicht.
Das nicht Sinn der Sache, Leute. Das nicht Sinn der Sache, ein bisschen nach hier unten zu latschen für so ein scheiß Medikist-Kit. Ne? Das ist nicht Sinn der Ausmaße. So, da drüben. Army Tactics Game of the Year Edition ist leer. Flop. Hat gemacht. Hat gerannt. So, Preise für Handyspiele. Hab keine Handyspiele. Add-on Bundles. Hab ich sowas? Ich könnte Add-on freier Slot. Ja, ich muss echt. Es darf nicht auf dem Markt sein, das Bundle, damit ich das rausbringen kann, dass ich. Ich bin enttäuscht. Bundle, Game Bundle, gibt's das? Einfach ein Bundle? Nee, das kann ich auch nicht machen. Was könnten wir denn noch machen aktuell? Preis für Spielautomaten, Preispackung, Quatsch. DevKids Kopierschutz, Lizenz, wie viele keiner will mit mir, das verstehe ich vollkommen nicht. Warum wollen die denn nicht mit mir? Ich bin doch nett. Also was ist denn da jetzt los, Leute? 50. Ja, wir werden doch langsam in der Sache treu. Ne, wir kriegen das doch langsam hier unter Kontrolle. Es wird doch weniger. Also liebt mich. Seht ihr, liebt mich doch, Mann. Ich weiß doch, dass ihr mich liebt. Also ihr seid 100 abgeschlossen. Ja, verstehe ich. Was sagt hier eigentlich der Bericht? 20 bis 40. Absolut toll. Das Spiel. Es wird ein absoluter Hit. Ich sehe es jetzt schon. Da müssen wir so viel rumdoktern, bis das fluppt. Das ist nicht mehr lustig. Bis wir das Spiel hier auf den grünen Ast bekommen haben. Ja, wir schaffen das. Ich dachte eigentlich, dass wir das dieses Jahr noch rausbringen können, aber nee. Bestimmt nicht. Nee, ganz bestimmt. So, ich bin überrascht, dass wir hier schon bei 30% sind, trotz nur 3 Entwicklern. Und das halt echt krass, das Spiel, wenn ich mal gucke. So, das sieht halt schon krass aus. Da haben wir halt schon richtig viel Geld in dieses Spiel investiert. Hier haben wir auch schon massig investiert. 50 bis 70, ja. Das sind die Bugs, Leute. Das sind die Bugs, die das Spiel floppen. Also ihr müsst unbedingt die Bugs raushauen, sonst wird das hier kein Dings. Ja, ihr seht, langsam wird's, da wir Bugs fixen, ne? Das wird halt langsam hier so langsam in die Richtung geht, dass wir releasebar sind. So, Millions ist Gott sei Dank durch, leck mir am Arsch. Kills for the Gang, Millions ist durch, 8 Millionen, ja, herzlichen Glückwunsch. Muse Mini ist eigentlich auch gleich durch. Das hält sich noch am Markt. Bester Soundtrack, beste Bar, bitte Boo, Babadoops, Bandim, Bandu. Ich bin dann irgendwo dabei, das war auch klar, da wir diesen Monat, dieses Jahr gar nichts released haben. Dieses Jahr wird's. Nächstes Jahr spüre ich, wird das Jahr des Tiger Games. Wir haben so viel Geld. So viel Probleme, ich spüre es jetzt schon. Ich spüre sie jetzt schon im Pöpöchen, dass das nächstes Jahr das Spiel, das Jahr des Jahres wird. Ja, das nächste Jahr wird das Jahr des Teil des Tigers. Ja. Wir werden so viele Spiele nächstes Jahr auf den Markt bringen, nämlich 2. Nämlich 2! Jawohl, 2 sind viel, ich weiß. Und dann darauf direkt noch ein Spiel, ich weiß, fantastisch. Also sagen wir mal so, wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall ein Spiel rausbringen. Komme, was wolle. Allein auch wegen unserem Rhythmus. Alle 2 Jahre ein Spiel, bum, 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 passt. Rhythmus passt. Das heißt, wir werden so groß wie Frontier aktuell. Warum? Weil Frontier auch, glaube ich, so circa alle 2 Jahre ein neues Spiel auf den Markt pusht. Die pflegen das ihre Spiele mehr. Tue ich natürlich auch. Hust, hust. Ich tue auch meine Spiele pflegen und hegen und pflegen. Ne? Absolut
tue ich das. So, wir müssen unbedingt jetzt hier irgendwas machen. Updates. Updates, wer will, wer will, wer will, wer hat noch nicht? Die Engine hat noch kein Update. Engines, ja, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt, sagen wir mal, die Arschkarte gezogen, meine Engines abzugucken. Ich bin echt überrascht, dass es diese Engine so gut. Ihr Verkaufslizenz, das ist echt krass, ne? Dass die Strategie so krass ist. Das ist so krass, dass ich sagen würde, da werden wir jetzt hier mal neue Features reinfügen, ne? Die Tiger-Strategie, Tiger-Strat, Ultimate, Tiger-Strategy Ultimate für 5000 mehr im Verkauf. So, bitteschön. Das sieht sogar so aus, als ob die das sogar noch halbwegs hinkriegen. So Leute, wie sieht's aus? Hier sind die noch am Beschäftigen. Oh Gott. Hier läuft auch alle 3 Minuten irgendein Scheißspiel leer, ne? Irgendein Scheiß muss ja immer leer laufen. Mach hier für Ball mal ein bisschen nach. Pull. Charge, mach einfach drauf. Scheiße. Na, das Spiel, sagen wir mal so, das ist durch. Die Presse ist durch. Die wollen nicht mehr, die wollen Bock. Die haben Bock auf den Nachfolger. Sozusagen, die haben Bock. Die wollen wissen, wie es jetzt hier mit The Constructor und The Army Tactics aussieht, ne? Und vor allem hier da sind die alle gespannt drauf, ne? Weil die keine Ahnung haben, was das hier für ein Titel wird. Ich auch nicht. Ich finde das Bild absolut hässlich. Aber egal. Ne, jetzt ja. Ja, schön. Dank für das Geld. Ich habe gerade andere. Wieso Nosos? Wie lange sind wir denn noch im Trend? 12 Wochen. Scheiße, das ist 12 Wochen. Tendenziell. Nein. Wir könnten neuen Grafiker einstellen, wenn wir neue Grafiker haben. Wir haben neuen Grafiker. Ja, holla die Waldfee, neuen Grafiker. Ich hab gesehen, wir haben noch einen neuen Grafiker. Wir haben 2 neue Grafiker. Ja, leck mir am Arsch. Wir haben 2 fantastische neue Grafiker. Ich bin entzückt. Ich bin entzückt. Ich bin entzückt. Wir haben Grafiker. Leck mich. Leck mich fett. Muss aber sagen, dadurch, dass wir hier ein zweites, also neues, noch ein Spiel gerade entwickeln, so im Beisein, so nebenbei, haben wir natürlich hier den Vorteil, also bei dem Spiel vor allem, dass wir lange Zeit, also wirklich eine große Prozentzeit dieses Spiels durch gute Mitarbeiter gemacht wird, also erfahrene Mitarbeiter, die wirklich das können und nicht das komplett verhunzen. Ja, das ist wirklich vorteilhaft, würde ich sagen, ne? Wir müssten, glaube ich, ihn auch mal tauschen. Also du kommst hier rein und du kannst schon Musik und Sound. Du kommst. Nee, du kannst. Ich dachte. Wer ist denn jetzt hier, der noch kein Musik und Sound kann? Ich will wissen, wer am schlechtesten Musik und Sound ist. Du kannst noch. Du bist schon sehr gut. Ne, dich würde ich noch mal gerne in Musik und Sound schulen. Und können wir überlegen, dich langsam einzusetzen. Ne? So, gib Gas, würde ich sagen, oder? Will irgendwie dieses Spiel noch weiter abschließen. Also die Bugs werden mittlerweile ausgemerzt, würde ich sagen. Es könnte sein, dass das ein gutes Spiel wird mittlerweile. Ja. Könnte klappen. So, wir sind hier auch bald durch. Ihr polished. Wollt ihr mich verarschen? Ihr polished nichts. Hier wird nicht gepolished, hier wird gearbeitet. Schaka, 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 Leute. Schaka, schaka, schaka. Musik, herzlichen Glückwunsch, willkommen im Team. Schaka, Leute, zeigt mir, dass ihr es könnt. Schaka. Spiel vom Markt nehmen, Amusement hier, ja bitte.
Bums. So, Leute, zeigt mir, dass ihr, es schafft. Wir warten nur noch auf dieses. Nur noch da, dann kann das raus. Ja. Eigentlich muss man ja sagen, so traurigerweise haben die jetzt ein Jahr von mir nichts gehört. Ne? Nichts haben die von mir gehört. Ein Jahr kam jetzt wirklich aus meinem Studio gar nichts. Oh, die haben echt was geschafft. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Sagen wir mal so. Ich bin überrascht. So. Ja, Open World hier. Open World. Ja, das werden die nie im Leben hinkriegen. Nee. Da werden wir unbedingt mal hier die Preise für eins. Für so viel Money, das ich da investieren muss in dieses Spiel, werden wir unbedingt die Preise mal auf 30 erhöhen. Ja, ich hab's mir jetzt schon gedacht, dass die da nichts hinkriegen. So, du bist Leitner Cheffe, was sagst du mit dem Lenkrad-Support? Kommst du auf 40 bis 60? Ja, ich hab mir fast gedacht, dass wir da noch viel zu tun haben an diesem Spiel. So, ihr seid mittlerweile, glaube ich, richtig gut mit 30 bis 50. Ja, ihr seid ja auch noch bei 40%. Das ist durchaus akzeptabel. Ihr habt mittlerweile richtig gut hier die Kundenbeschwerden abgebauscht. Ihr seid bei Polishing, glaube Takt. Hier arbeiten, Leute, ihr müsst das Spiel rausbringen. Ich brauche ein neues Spiel, Leute. Ich brauche ein neues Spiel auf dem Markt. Sind wir ganz ehrlich, ich brauche ein neues Spiel auf dem Markt. Langsam müssen wir mal ein Spiel zacken oder knacken, das gut wird. Ne, langsam muss ein Spiel auf dem Markt, das hier mir einen weghustet hier. Ne, ich brauche ein Spiel, was mir einen weghustet. Mal wieder einen guten Hustet. Wir müssen auch zwischendurch mal einen schönen Husten, ne? Zwischendurch muss auch mal wieder einer gehustet werden. So, wir haben hier wieder Leerlauf im Prozedere. Ja, ich verstehe das nicht. Das Spiel ist für mich eigentlich schon 6-mal über Markt gewesen. Kill 12 Gänge, aber irgendwie haben die echt immer Bock auf diesen Shift. Noch immer auf Bock auf das Spiel. Ich verstehe es wirklich nicht, was den bei diesem Spiel so lange noch hält. Für mich ist das durch. Auch von den Zahlen ist das durch, das alles durch. Na, das ist schon längst durch. So, Gott sei Dank sind die bald fertig. Echtzeitstrategie, ich war zu lahmarschig. Egal. So, jetzt sind wir endlich bei Bugsfixing angekommen. Ja, leck mir am Arsch. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind da, wo ich hin wollte. Nur kurze Frage so am Rande. Wann kriege ich die Platinplatte bei 5 Millionen? Die bei 10, alles klar. Ja, da wäre es nicht hingekommen. Da wäre es nicht hingegangen. Ne, das könnte aber da anlanden, weil wir haben so viele Fans mittlerweile. Ja, mittlerweile fast. Wir haben über 500.000 Fans, kann man schon mal sagen. Das ist schon mal toll. Das ist schon mal sogar so. Wir sind endlich durch mit diesem Schaltspiel. Und sind bei 70 bis 90. Das ist so gut, dass ich, würde ich sagen, nochmal ein Spezialmarketing für das Spiel raus. Schüttel. Ne, wir werden deswegen hier mal ein kleines Spezialmarketing für das Spiel so hier raustüddeln. Vielleicht bringt's was. Ich bin mir da nicht sicher. So. Ich warte kurz. Ich würde gerne hier noch vielleicht, ja. Das ist halt auch schon mittlerweile extrem weit. Muss man sagen. So, was sagt mir hier der Bericht? Plus 30. Ja, plus 3, nicht plus 30. Ich bin ja auch schon besoffen. Nee, ist halt zu kacke. Ist zu kacke, Leute. Entwicklung abschließen. Selbst vertreiben. Das ist ein tolles Spiel. Da kann man ruhig mal
komm, wir verlangen $38. Fuck off. $38 Collectors hier, bam. Und weil ich so lieb bin, Leute, weil ich so lieb bin, gibt's die Aufkleber und Spielekarten. Und in der Standard-Edition gibt es Aufkleber. Nein, gibt eine Spielkarte. Ich weiß. Ich bin echt der netteste Typ of the world. Doch sowas gibt, ey. So, Taito mag mich nicht, dass mir sowas von scheißegal, ob mich Taito mag oder nicht. Alter, ist ein Spiel. Hit! Hit! Ein neues Exklusivspiel für den Personal PC hat uns erreicht. Schauen wir mal, ob sich ein Kauf lohnt. Eine gut erzählte Story mit einigen Überraschungen. Das Gameplay wurde solide umgesetzt. Ist mein System kaputt? Bisher gab es darauf noch nie eine so perfekte Grafik. Die Musik im Spiel klingt wie eine einzige Hitlitze. Es enthält kein Lied, was nicht grandios ist. Noch nie hatte ich ein Spiel so gut unter Kontrolle. Alles in allem ist es ein Feuerwerk der guten Laune. So muss ein Spiel sein. Ja, herzlichen Glückwunsch, aber der Sound ist schon nicht mehr so on the point, muss ich sagen. Ne, das heißt, wir können uns dann einen guten Dings leisten. Da kann ich mir, würde ich sagen, da kann ich mir wirklich einen guten leisten. Einen guten Ansatz. Das ist ein guter Ansatz hier, was wir hier gemacht haben. Ein guter Ansatz. Wir müssen auf jeden Fall mit diesem Team jetzt unbedingt mal hier ein paar Probleme beheben, würde ich sagen. Ne? Ein paar Probleme müssen wir beheben. Ne, das ist ganz wichtig. Ich hätte auch hier gerne mal ausnahmsweise, ich weiß, haltet mich für verrückt, aber wir müssen Bugfixing betreiben. Wir müssen Bugfixing für dieses Spiel betreiben. Ich weiß, es ist eine interessante Wendung, dass der Tigo Bugfixing betreibt, aber man muss es. Ich muss, Leute. Ich muss es tun. Bugfixing. Wir machen 13.000. Okay. So, was sagt der Hype? Sagt Hyperino 30 bis 50? Das ist absolut lachen. 30 bis 50 liegt an dem Bug sicher. Ich hab's verstanden, oder? Ich hab's verstanden. Was an dem Bug liegt. Ich hab's ja verstanden. Ich hab's ja verstanden, Leute. So, zum ersten Mal könnt ihr euch ja halt mal drauf freuen, dass wir hier wieder ein Team haben zur Update-Entwicklung. Ne, das ist halt fantastisch. Ne, weil ihr merkt halt, wie ich Updates mittlerweile entwickle. Ich entwickle halt so Updates, dass ich am Anfang ein paar Updates rauspushe, um halt die Defizite auszugleichen, die mir am Anfang der der Bericht aufgezeigt hat. Ne, das ist halt die Idee dahinter. Was macht das? Okay, wir haben aber Hype. Ich hab Hype, Leute. Soll ich mal hier Spezialmarketing für das Spiel Kills of Gangs hier machen? Komm, wir geben denen nochmal eine Demo so zum Ende. Um vielleicht nochmal das Spiel über den Karren zu ziehen. Ja, vielleicht kriegen wir dadurch nochmal den Karren aus dem Dreck gezogen. Wo ich mittlerweile der Meinung bin, dass der Karren so tief im Dreck steckt, dass da auch keine Marketingkampagne mehr den noch aus dem Dreck ziehen kann. Fans sind von der Steuerung begeistert. Ja, ich bin auch begeistert. Ich bin begeistert. So, zum ersten Mal, Leute, zeige ich Construction. Das da. Und ich zeige jetzt auch Kills, nicht Danger Side Story Band 1, Kapitel 1, die Reise. Das finden die alle richtig krass. Da sagen die, Halleluja, Kills for the Gang. Wir konnten unentschlossen mit der Demo. Ja, das Spiel ist halt durch. Ne?
hab halt gehofft, dass wir mit der kleinen Marketingkampagne noch mal ein paar Leute, die sagen, nee, ich will nicht mehr, dass wir kurz den Negativtrend aufbrechen können. Aber nein. Beschweren sich zu viel Gewalt. Na, das tut mir aber leid. Es tut mir leid. War nicht meine Absicht. Zu viel Gewalt. Ich werde euch hier mal eben Musik. Bisschen hiervon. Wir müssen halt sowas fixen, Leute. Nö. Was? Ach, nö, fuck you. Das ist so kacke. Da ich sag, schönen Tag noch. Bye-bye.